herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel zwischen den Harzer Falken und den Hasefeld Tigers. Das Spiel endet mit einem 12:1 Sieg für die Harzer Falken und wurde präsentiert von Schürker Feuerstein, seit mehr als 40 Jahren Partner des Braunlager Eishockeys. Bei mir sind die Trainer von beiden Mannschaften, Jan Bönning von den Hasefeld Tigers und Josef Potatsch von den Harzer Falken und Mario D'Antuono, unsere Nummer 34, heute von der Mannschaft als bester Spieler gewählt. Dann möchte ich beide Trainer bitten, ihr Statement zum Spiel abzugeben. Unseren Gästen gehört natürlich das erste Wort. Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch zu den 3 Punkten an Josef und Gesamtbraunlage. Wir haben uns viel vorgenommen für das heutige Spiel, hat leider überhaupt nicht funktioniert. In der zweiten Drittelpause haben Josef und ich uns ganz kurz unterhalten. Da haben wir eigentlich gesagt, theoretisch können wir die Pressekonferenz von vor 3 Wochen nehmen und einfach nur das Datum ändern, weil das Spiel doch sehr ähnlich war. Das Ende der Geschichte ist, es war doch viel, viel, viel schlimmer wie letzte Woche oder vor 3 Wochen. Wir sind nicht in unser Spiel gekommen, zu keinem einzigen Zeitpunkt. Wir lagen sehr schnell wieder mit 3 Toren hinten. Haben zwar das eine Tor im ersten Drittel geschossen, aber das war nichts weiteres wie Ergebniskorrektur. Wir sind nicht zufrieden mit der Leistung, die wir heute abgerufen haben. Dass es hier schwer wird, dass Braunlage eine super Mannschaft hat, das wissen wir. Dass Braunlage auch der Favorit gegen uns ist, wissen wir genauso. Aber trotzdem darf das Spiel so nicht ausgehen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, Jan. Dann gebe ich einmal weiter an Josef. Ich grüße auch alle zusammen. Ja, ich würde sagen, wir haben das ganze Spiel dominiert. Am Anfang war es ein bisschen, ja, bräuchten wir ein bisschen, bis wir ins Tempo kommen, aber dann haben wir wirklich über das ganze Spiel dominiert und das Ergebnis spricht eigentlich für sich selber. Was mich freut natürlich, ist wieder nur ein Gegentor und das spricht zur Verbesserung von unserer Defensive und da habe ich schon den Jungs in der Kabine gesagt, es kann weiter so gehen. Ja. Vielen Dank. Ja, ein Gegentor. Einer, der heute kein Gegentor kassiert hat. Das ist Mario, der ist in der 46. Minute reingekommen. Mario, war das vorher abgesprochen und wie war es dann für dich auf dem Eis? Ja, hallo. Ja, es war in der zweiten Drittelpause abgesprochen, dass ich mich bereithalten soll, wenn es das Spiel hergibt, dass ich ein paar Minuten spiele und so ist es gekommen. Hat Spaß gemacht. Zum Glück ist keiner durchgerutscht. Ja, es hat einfach nur Spaß gemacht nach 6 Jahren. Mal wieder ein Punktspiel für die Falken und ja, ich bin erleichtert und ja. Mal gucken, ob es nochmal vorkommt. Jan, du hast gerade schon gesagt, es war so ein bisschen das Spiegelbild von vor 3 Wochen. Was sagst du jetzt der Mannschaft nach dem Spiel? Es ist ja auch gut, durchaus möglich, dass ihr gegen die Falken nochmal dann in den Playoffs spielt. Was sagst du, wenn es dann nochmal wieder nach Braunlage gehen würde? So weit denken wir, um ehrlich zu sein, noch gar nicht. Wir haben jetzt am Sonntag das nächste Spiel vor der Brust, da geht es um 3 Punkte. Die wollen wir holen, dann haben wir noch 2 Doppelspielwochenenden. Es kann noch so viel passieren von der Tabelle. Ich gucke jetzt noch nicht, wer könnte unser Gegner werden. Da müsste ich mir jetzt über 4, 5 verschiedene Mannschaften Gedanken ohne Ende machen. Es ist alles eng beieinander. Jeder Spieltag kann da wieder eine neue Konstellation bringen. Wenn wir nochmal hierher kommen, ja, das Spiel, das wird aufgearbeitet. Natürlich, was heute passiert ist. Ich kann jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen, weil wir hatten 4, 5, 6 gute Aktionen dieses Spiel, aber in dem Spiel passieren etwa 1.000 bis 2.000 Aktionen und dann sieht man, dass das doch sehr, sehr wenig sind und erstmal sehr viel analysiert werden muss, bevor wir da überhaupt weiter gucken können. Alles klar, vielen Dank. Josef, auf dem Eis war es gerade im ersten Drittel recht neblig. Auch die Schiedsrichter hatten da zwischendurch geguckt, ob überhaupt weitergespielt werden kann. Was macht man als Trainer in solchen Situationen? Wir sind es ja doch so ein bisschen in Braunlage gewöhnt, den Nebel. Ja, also ich habe probiert, vor allem nicht so viel atmen, dass ich nicht ausatme, auch ein bisschen Nebel. Aber wie wir gesehen haben, wir waren vorbereitet mit unseren, wie heißen die denn, also Ventilatoren und dann haben wir es eigentlich gut hingekriegt und das Spiel konnte weiterlaufen. Mario, für dich noch eine Frage. Du bist ja nicht nur als Torwart unterwegs, sondern dieses Jahr auch bei der 1B als Stürmer. Wie ist es für dich, zwischen Tor und Sturm zu wechseln? Ja, beschissen, ne? Das ist
Aber nee, auch das macht natürlich Spaß. So als Torwart hat man immer, glaube ich, sein ganzes Leben lang so den Traum, irgendwie mal wieder doch im Feld irgendwie zu spielen, weil es einfach ein bisschen befreiter ist, ein bisschen weniger Druck ist, ohne das jetzt irgendwie zu sagen, dass das nicht schwierig ist. Aber es ist schwierig, aber es ist irgendwie ein bisschen freier und man hat nicht so viel Druck auf den Schultern. Kann ich was dazu sagen? Also ich muss sagen, als Spieler hatte ich nie einen Traum, ein Torwart zu werden. Das kann ich verstehen. Vielen Dank. Dann gebe ich die Runde frei für Fragen an beide Trainer oder an Mario. Josef, wann kommen denn Patrick Franz und Hendrik wieder zurück? Oder fallen die noch länger aus? Okay, ist die Frage nach den beiden Verletzten, Patrick Franz und Hendrik Lode. Also mit Patrick habe ich geredet und der will nächste Woche wieder anfangen zu trainieren. Mal schauen, wie es wird. Bei Hendrik müssen wir noch ein bisschen warten, weil das ist halt ein Bruch am Finger und das dauert vielleicht 3 Wochen, vielleicht 4, vielleicht weniger. Der ist noch ein junger Kerl und da heilen sich die Verletzungen ein bisschen schneller. Vielen Dank. Sind weitere Fragen? Dann kommen wir zum schönsten Teil der Pressekonferenz. Präsentiert wird dieser Schürker von Niklas, der immer noch im Urlaub ist und grüßt aus Koh Samui. Das ist eine Insel in Thailand, wenn ich es richtig verstanden habe. Und einmal darf ich heute noch übernehmen. Nächste Woche ist Niklas wieder da zur Pressekonferenz. Aber wir können erstmal den Schürker trinken. Wir bedanken uns heute bei 743 Zuschauern. Freuen uns dann aufs nächste Heimspiel in einer Woche gegen die Salzgitter Icefighters. Und bis dahin einen schönen Abend. Auf Schürker! Los! Auf Wex! Ja, los! Na klar!